Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Ich zeige euch heute was ganz Besonderes. Meine Lego-Vitrine. Und die ist groß, diese Lego-Vitrine. Und ich habe mir die gekauft, weil meine ganzen besonderen Lego-Sachen, die wollte ich halt schon schützen. Weil wir haben einen Kater, der heißt Tiger. Und der geht da sonst immer dran. Und dann wollte ich die ganz besonderen Sachen natürlich im Schrank, also haben, ja, genau. Und hier werden jetzt nochmal, zeigen wir euch jetzt die ganzen Lego-Sachen, was ich im Schrank alles habe. Hier haben wir eine alte ein Ritterdorf. Mit Scheune und Windrad. Hier sehen wir noch ein paar Menschen und so. Es ist wirklich schön gemacht, also schön, also aus Lego nachgebaut, dieses Ritterdorf. So, hier kommen wir schon zu den besonderen Sachen, das sind die Häuser. Das Grüne kriegt man zum Beispiel nicht mehr, da muss man im eBay gucken, ob man das noch kriegt. Ja, das eine ist die Feuerwache in der Mitte, links ist das große Kaufhaus. Da ist das Kaufhaus, da unten ist die Drehtür, da läuft gerade eine Frau raus. Da hinten sieht man ein bisschen schlecht, dass der Fensterputzer. Also noch ein paar Fahnen. Da unten sieht man jetzt das Brautkleid. Hier sieht man der Müllmensch, wo die Mülltonne leert. Da sieht man noch Hochzeitskleider. So, hier sieht man schon bei der Feuerwehr. Mit dem Wachhund von der Feuerwehr. Recht schön hier, so, wo das herstammt und so, sieht man da. Alles schön. Jetzt kommen wir zu dem Haus, wo ich gesagt habe vorhin, das ist dieser Gemüseladen und dieses tolle Wohnhaus. Was ich ganz schön finde, sind die Vorhänge im ersten Stock. Jetzt gehen wir mal weiter runter. Hier habe ich das dran, das linke Haus. Das habe ich selber gebaut. Und das rechte, das gibt es auch nicht mehr so zum Kaufen. Das wird im eBay irgendwie für 500 Euro kriegt. Aber so cool bin ich nicht. Und da habe ich mal früher schon gekauft, wo es noch für 98 Euro gab. Das Haus habe ich mal gekauft. Dazu. Das linke Haus gab es als Packung, aber ich habe mir das selber umgebaut, so wie ihr das hier sehen könnt. Ich habe viele Teile verwendet, auch von Harry Potter. Habe ich auch ein paar Teile davon gebraucht, um das umzubauen. Finde ich recht schön. Da habe ich noch meinen Wohnwagen mit Auto. Auch noch so. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Da ist mein schöner Lieblings-VW-Bus. Den liebe ich ganz arg. Das ist von meinen Autos mein Lieblingsmodell. Und da habe ich noch ein normales Auto, wo ich mir gebaut habe. Da unten habe ich noch das Ritterturnier. So, jetzt kommen wir zu einer anderen Seite. Hier habe ich meinen winterlichen Weihnachtsmarkt mit Häusern, also winterliches Dorf kann man auch sagen. Und hier haben wir jetzt die andere Seite von den Häusern. Das ganz rechte, das gibt es auch nicht so zu kaufen.
Da muss man auch gucken, ob es das vielleicht im Internet irgendwie kriegt. Muss man halt gucken. Ja, das nächste ist das Rathaus. Das ist auch recht schön. Hier sehen wir die Glocke. Da ist der Hausmeister da oben auf dem Haus. Immer schön die Fassade. Das ist der Bürgermeister, der Schöne. Hallo. So, jetzt gehen wir weiter runter. Hier sieht man den schönen Eingang vom Rathaus. So, hier gibt's Hotdogs zum Essen. Da fährt man mit dem Fahrrad. Das ist ein Pet Shop. Da kann man Tierzubehör und Tiere kaufen. Wenn man beliebt ist oder so. Wenn man Tiere mag. Hier ist ein Café mit Hotel. Fährt gerade mit dem Fahrrad. Und da ist der, wo das Hotel gehört. Der putzt gerade hier. Essen, da gibt es was zu trinken. Und in dem Haus, da wird, ist gerade Umbau, da wird gerade gestrichen. Sieht man jetzt leider nicht. Aber innen drin ist dieser Malermeister, wo da ein Päckchen dabei war. Der wird putzt da gerade, also genau. So, jetzt gehen wir weiter runter. Hier kommen wir jetzt zu etwas mehr, also die etwas cooler drauf sind. Da haben wir das Geisterhaus. Und der Helms Klamm und der Baumwart haben wir da. Dann haben wir da unten das Hobbit vom Bilbo Beugen das Haus. Dann habe ich noch die Kutsche. Dann noch ein bisschen Hobbitzeug, was man da sieht. Und unten meine Fahrzeuge. Ja, das war's eigentlich auch schon. Zweiter Teil kommt auch. Und ich hoffe, ihr habt Lust, mich zu abonnieren. Das wäre schön. Und gebt mir den Daumen hoch für dieses wahnsinnig tolle Video. Das Video ist nur für euch. Und tschüss, euer Manuel Großmeister.